Zerstörer. Was? Wo? Ihr entweiht... Ah, majestätische Baumkreatur. Keinen Schritt weiter. Dieser Baum ist echt laut. Das gibt... Sprösslinge sollen aus euren Bewegung. Beginnt der Spaß.
müssen geläutert werden. Sie sind Gift. Ich leide. Sie sind nicht der Feind, Zeitloser. Ari. Wie? Und warum? Yasuo, du hast mich gefunden. Sogar hier. Ich habe eine gute Wahl getroffen. Na, vielleicht. Aber habe ich das auch? Erzähle von den Fremden, Ari. Weißt du, ob sie Freunde sind? Ich kenne einen von ihnen. Eine Vastaya. Sie hast du beschützt. Sie hat mich angeheuert zum Schutz, den sie wohl nicht nötig hatte. Warum bist du gegangen, ohne mir die Wahrheit zu sagen? Du musstest die Wahrheit nicht wissen. Meine Suche geht nur mich etwas an. Ich dachte, du wärst in Gefahr. Ich wollte dir helfen, aber du hast dich allein durch Grauhafen gekämpft. Es ist nicht klug, zu lange an einer Begleitung festzuhalten. Ich spürte dein Potenzial. Darum habe ich dich ausgewählt. Und darum musste ich dich verlassen. Ich unterbreche nur ungern, aber wir sind nicht für rührende Wiedersehen hier. Oder unbeholfene. Warum seid ihr dann hier, wenn ihr den Heil nicht stören wollt? Ich nehme mich auf. Wir sind jemandem auf der Spur. Sein Name ist Gangplank. Der den Nebel stört? Was soll das heißen? Gangplank beeinflusst den schwarzen Nebel? Das ist unmöglich. Glaubst du wirklich, dass es unmöglich ist, Mensch? Ich... verflucht. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach Gangplank. Er brachte ein Artefakt meines Volkes hierher. Doch als ich ankam, erfuhr ich, dass er einem größeren Übel dient. Thresh, Meister des schwarzen Nebels. Es ist schlimmer als befürchtet. Thresh hat hier eine Festung. Gangplank muss dort sein. Böse Geister? Tödlicher Nebel? Hier war einst großes Königreich. Was ist passiert? Dieser Hain war heilig. Eine Oase des Lebens. Umgeben von Tod. Die letzte Bastion gegen den heraufziehenden Schatten. Jetzt wird er ihm erliegen. Wie konnte das passieren? Zeig es ihnen, Ari. Vor der Zerstörung waren die gesegneten Inseln voller Schönheit und Wunder. Hinter einem magischen, weißen Nebel waren sie viele Zeitalter lang verborgen. Maokai war ungebunden und so alt wie die Inseln selbst. Seine tiefen Wurzeln reichten bis in eine gesegnete Quelle, die mit ihrem Wasser unzählige Sprösslinge hervorbrachte. Das Land war überzogen von Bäumen, ein smaragdgrünes Blätterdach, soweit das Auge reichte. Das gesegnete Wasser nährte alles. Dann kamen die Menschen. Anfangs waren sie freundlich, aber Maokai war skeptisch. Für einige Jahre lebten sie friedlich auf der Insel. Manche erlangten sein Vertrauen und erfuhren das Geheimnis des gesegneten Wassers. Viele Jahre später kamen Soldaten. Maokai spürte, dass etwas nicht stimmte. Sie suchten das Wasser des Lebens, nachdem sie Gerüchte darüber gehört hatten. Und schließlich kam die Zerstörung. Von Gier und Schmerz getrieben, ließen die Soldaten und ihr König einen schwarzen Nebel auf die Insel los. Augenblicklich donnerte eine riesige Explosion über die Insel und der Nebel nahm alles mit sich. Maokai versuchte, das heilende Wasser zu speichern, doch ihm blieb keine Wahl. Er bekämpfte die Schatten und suchte Zuflucht. Nur noch die Schatteninseln sind heute übrig. Und Maokai klammert sich an jede kleinste Hoffnung in seinem Kampf gegen den Nebel.
Du bist ein Beschützer. Das war ich, als ich mich noch frei auf der Insel bewegen konnte. Deine Kraft ist unermesslich. Hältst du dich... Der Gesuchte. Gangplank. Er beherrscht den Nebel. Das beantwortet meine... Ich werde zurückgehalten. Meine Wurzeln, die einst vom gesegneten Wasser... Gesegnetes Wasser? Wächterfreund, kann... Nein. Die Brunnen sind versiegt. Bist du sicher? Braum hat geschworen, mit einem Heilmittel in sein Dorf... Das Wasser, das noch in den Gewölben ist, wird... Mit seinen Freunden kann Braum einen Weg finden, es zu läuten. Falls dieses Wasser überhaupt existiert, verdorben oder nicht. Wenn ich welches finde und du noch lebst, dann teile... Was da ja? Du... Ich bin auf... Das hättest du mir auf... Wenn es sein muss. Ich suche... Wären sie nicht daheim in... Ich hab sie nie kennengelernt. Wir gehen auch zu den Gewölben. Wir müssen Maokais Wurzel... Ah. Erlaube mir, mein Wort zu halten. Yasuo, du hast meine Kräfte gesehen. Aber du hast... Ich hatte Verbündete unter den Sterblichen. Freunde, wenn ich etwas über meinen Stamm erfahre, erfahre ich auch etwas über mich und mein... Unser Treffen war kein Zufall. Na gut, bis wir alle unser Ziel erreicht haben... Dann ist es ab. Ihr seid wohl tatsächlich nicht mit bösen Absichten. Was erhoffst du dir, an so einem Ort über dich zu erfahren?
Je weniger du über mich weißt, desto besser für dich, Schwertkämpfer. Ist es denn möglich, noch weniger zu wissen? Wenn wir ehrlich sind, Yasuo, wissen wir alle viel weniger als du. Ich bin die Letzte meiner Art. Es gibt keine Aufzeichnungen über andere Vesani. Meine einzigen Hinweise führten mich her. Auf die Schatteninseln? Allein? Die Jugend von heute. Ich bin älter als ihr alle zusammen. Okay, trotzdem. Wir müssen einander vertrauen, wenn auch nur kurz. Vor allem, wenn wir dem sicheren Tod entgehen wollen. Diese Sonnensteine, ich trage sie schon mein ganzes Leben lang, ohne zu wissen, warum oder woher sie kommen. Ein Hinweis führte mich nach Bilgewasser. Ein Händler dort hatte angeblich Gangplank einen Sonnenstein verkauft. Ein Händler? Keine Fragen. Wir helfen uns gegenseitig, mehr auch nicht. Du traust ihr nicht, oder? Sie ist älter als wir alle zusammen. Nein, ich traue ihr nicht. Ich spüre einen Konflikt in ihr, aber ich habe keine Angst. Wir sollten trotzdem wachsam bleiben.
Gebt alles, was ihr könnt. Ziemlich grob. Wie lieb von dir. Du hast es nicht anders verdient. Was hast du denn erwartet? Habe ich trainiert. Munitionsverschwendung. Der Wind heult! Das wird nie langweilig. Hm.
Volksfern. Geduld. Lasst mich nicht aus den Augen. Ist erledigt. Schlag sie nieder. Die Suche geht weiter.